Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Mike Gamer. Gegner in der Nähe? Nö. War da drüben noch? Nee, da habe ich nicht verguckt. Ja, es leckt wieder leicht zu Beginn der Aufnahme. Wahrscheinlich, weil die Welt sich irgendwo immer noch aufbaut. Ist mir aber gerade relativ. Ich werde hier einfach weiter abbauen. Gleich jetzt auch auszulegen, oder das hat schon aufgehört. Wir gehen mal in die Richtung weiter. Da drüben sehe ich hell. Da drüben sehe ich einen Gegner. Da drüben sehe ich auch hell. Ich habe nur noch die eine Fackel. Na, hier habe ich gar keine mehr. Das heißt, mal eben. Bleib mir fern, Skelett. Mal eben das Skelett töten. Komm her. Zack. 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 Na, so. Den Creeper abmurksen. So. Nochmal in Deckung gehen. Und dann können wir gleich in aller Seelenruhe ein bisschen was kräften. 40 Sticks reichen erstmal. Zack. So, dann erstmal wieder die Kiste auf, beziehungsweise den Rucksack. Das rein. Warum habe ich meine Hose nicht an? Und meine Schuhe? Verwirrt. Naja. Ich sehe gerade, ich könnte gleich noch eine Kiste gebrauchen. Beziehungsweise noch einen Rucksack. Naja. Lassen wir das jetzt mal so, wie es ist. Da ist noch ein Creeper. Du Sau. Der ist weg. So, hier ist eine Fackel, dann bin ich wohl von der Seite da drüben, genau. Da scheint noch überall was zu sein. Da oben, hier ist nix. Machen wir noch mal eine Fackel hin. Der ist aber gerade von da drüben gekommen. Die Frage ist nur, wo und wie. Da ist noch alles dunkel. Da drüben geht es auch noch weiter, wie es aussieht. Und ich habe mir mal wieder keine Stoppuhr gesetzt. Dann muss ich mal gucken, wie lang der Part diesmal wird. Wo ist der Creeper? Ich habe ihn doch gerade zwischenhören. Da sind zwei. Da sind drei. Werdet ihr auch mal irgendwann sterben wollen? Danke, einer. Ja, der nächste. Kommst du? Nicht du, Zombie. Creeper. Nicht, dass von der anderen Seite noch einer kommt. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Nee, die scheinen alle da drüben immer rumzuzischen. Alter, wie viele Creeper gibt's denn hier? Das ist doch nicht mehr normal. Da drüben hatte ich, glaube ich, schon wieder einen gesehen. Jawohl. Oh, jetzt kommt der Zombie. Der ist aber kein Problem. Tot. So, dann mal gucken, dass ich da noch eine Fackel hinpflanze. Da vorne, genau. So. Noch einer. Der ist tot. Der ist auch tot. Okay, kommen hier nochmal 20 Creeper um die Ecke? Scheinbar nicht. Dann kann ich mich jetzt hier allmählich voranwagen. Ja, das ist mies, wenn so ein Nieser eigentlich rauskommen will, aber dann doch festhängt. Das ist ein mieses Gefühl. Aber ich glaube, ich will dann nicht mehr. So, hier ist nichts. Dann nehmen wir uns hier noch kurz die Rohstoffe auf dem Weg mit.
Zack, zack, zack. Ach Gott, hätte ich übrigens Lust, mal am Let's Play Together weiterzuarbeiten mit Roti. Vor allem muss ich da erstmal das, was wir alles aufgenommen haben, zurechtschneiden und rendern. Aber mit dem Aufnehmen geht das im Moment sowieso nicht, weil er. Ja, ich denke mal, der hat nichts dagegen, wenn ich es ruhig sage. Er hat im Moment kein Internet. Und ohne Internet ist schlecht Multiplayer aufnehmen. Dunkel überall. Hallo Creeper. Da drüben ist nix. Wo bist du denn jetzt? Creepy? Da. So, der ist weg. Da drüben ist Lava. Da drüben könnte noch mal ein Gegner sein. Oder zwei oder drei. Das mitnehmen, das mitnehmen, das. Und hier und da. Einfach mal alles einsacken. Lava, na. Da unten geht's da weiter. Nee, aber hier. Auch nur einmal im Kreis. Hat sich ja gelohnt. Immerhin ist jetzt ausgeleuchtet, kann da nichts bauen. Machen wir da nochmal Licht, kann da nichts bauen. Und zur Sicherheit da nochmal. Denn wir haben ja genug Fackeln. So, den weg. Dann da, 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 das und einsammeln. Da hochbauen. Ja, mache ich nicht gerne mit Holz, mache ich lieber mit dem da. Weil ich gerade keine Kettensäge dabei habe. So, hatte ich hier jetzt was übersehen? Nein. Wo sind denn die ganzen Zombies? Das irritiert so ein bisschen. Eins, zwei, drei, vier. Na, vier, so. Zack, zack. Da und da. Dann haben wir wieder ordentlich Rohstoffe. Da ist Lapis. Haben wir, glaube ich, im Moment nicht nötig, aber mitnehmen kann man es trotzdem auf jeden Fall. So, an die Lava wage ich mich im Moment noch nicht. Da ist mir die Gefahr zu groß, dass ich doch verbrenne, eventuell. Ziemlich verwinkelt alles. Da muss man auch erstmal aufpassen, dass man den Überblick einigermaßen behält. Haha! Ja. Läuft super. Nicht euer Ernst. Ja, Leute. Entschuldigung, dass ich gerade so abrupt abgebrochen habe. Aber ich war gerade echt einfach nur angepisst. Denn ihr seht vielleicht gerade, ich habe mir die Sachen nochmal ercheatet. Zumindest ein Teil von dem, was ich hatte. Es ist einiges nicht da, aber ich habe mir erstmal die wichtigen Rohstoffe ercheatet, weil eben meiner Meinung nach sowas nicht passieren darf, dass man Items verliert aufgrund eines Bugs. Und wenn ich sterbe, Death Chest installiert habe, Death Chest auch funktioniert und keine Kiste gespawnt wird, dann ist das meiner Meinung nach ein Bug. Könnt ihr jetzt sehen, wie ihr wollt. Ihr könnt sowieso nichts daran ändern. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal eure Kommentar, eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt gleich nur noch mal gucken, ob denn tatsächlich ja, ist das Bedpack jetzt voll oder leer, was ich mir geholt habe? Voll. Ich werde jetzt nur noch mal gucken, ob ich tatsächlich keine Kiste habe,
Denn so ein paar Items lagen da ja wild verstreut rum. War ich hier nicht? Ach ne, ich bin da drüben lang. Sollte da gleich eine Kiste in der Lava sein? Und ja, ich weiß, dass die Kisten auch in die Lava gespawnt werden können. Das habe ich in einem anderen Let's Play schon gesehen. Sollte da eine Kiste in der Lava stehen, bin ich so ehrlich und schmeiß alles, was ich entschiedet habe, weg. Sollte da keine Kiste stehen, behalte ich natürlich alles, was ich mir entschiedet habe. Warte mal, jetzt bin ich wieder hier. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Ach Gott, ich tut mir leid, bin so ein bisschen durch den Wind. Wo geht's denn hier überhaupt lang? War doch irgendwo hier oben lang. Da drüben? Ach, Tatsache, da ist eine Kiste. Frage, warum sind dann so Sachen wie zum Beispiel das Buttpack einfach verbrannt? Ja, ich glaube, die Kiste würde nicht verbrennen, aber ich mach mal die Lava da weg. Lava weg. Weg. So, komplett weg. Ach so, jetzt sehe ich gerade, warum Sachen verbrannt sind, weil die eben nicht in die Kiste gepasst haben. Gut, ich habe nichts gesagt. Ich entschuldige mich für alles. Wenn ich dran denke, habe ich sogar noch eine Anmerkung in das Video eingefügt, dass die Sachen weggeschmissen werden. Ihr seht, ich schmeiße hier alles in Trash. Das ist dann weg, futsch. Und ich habe mir nichts ercheatet. Ich war halt nur so aufgebracht, weil ich halt auch im Video nicht gesehen habe, dass da eine Kiste gestanden hätte. So, ich hoffe nur mal, der Diamant, der ist jetzt noch gesichert, aber ich glaube, der war in dem gelben Rucksack. Da gucke ich jetzt mal als erstes nach. Yep, da sind die ganzen Sachen. Gut, dann will ich mich gar nicht beschwert haben. Das Problem ist halt nur, dass mein Buttpack verbrannt ist. Und ich damit nicht mehr, dadurch nicht mehr allzu viel mit dem Drill machen kann. Das heißt, ich werde jetzt gleich nach Hause gehen müssen. Passt sich aber auch ganz gut. Dann kann ich die Sachen nochmal in Sicherheit bringen und dann eventuell noch eine andere Höhlentour starten. So, jetzt relativ glimpflich wieder hier wegkommen. Ich nehme mir da drüben jetzt vielleicht noch ein paar Sachen mit. Dann würde ich aber auch mal sagen, kann man, wenn man sie findet, gleich wieder hier in genau der Höhle weitermachen. Dann mache ich hier jetzt Schluss. Suche mir den Ausgang, wo auch immer der war. Gut, dass ich die Lava weggebaut habe. So, da. Eine schöne Verbesserung wäre es aber tatsächlich, wenn man da eine Doppelchest spawnen würde, wenn man zwei dabei hat, damit eben nicht noch so Sachen aus der Kiste rausfallen und verbrennen. Hier unten war das jetzt auch gleich, wo ich dann wieder zurückkomme. Da ist noch Zinn. Und zwar war das da oben, genau. Hier ist immer noch Zinn, da ist noch Lapis, aber ich will hier erstmal nur weg. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich denke daran, dass noch in dem Moment, wo ich euch das mit den ercheateten Sachen sage, ich hoffe, ich denke da daran, das dazu zu schreiben, dass ich die Sachen eben wegschmeiße. Ah, ja, hier kommt man nicht hoch. Da habe ich mich irgendwie verbaut. Machen wir das mal so. Gut, draußen ist es nachts, aber ich sehe gerade, ich bin hier noch auf Peaceful, weil ich halt eben ziemlich angepisst war und nur wieder in diese Höhle wollte. Aber naja, das Ganze hat sich jetzt gelegt. Ich entschuldige mich nochmal für die ganze Aufregung und ja, ziehe hier mal meine Klamotten an. Und sieh zu, dass ich hier irgendwie wieder, wo ist die Wüste? Das Skelett. Da drüben ist die Wüste, das heißt, da muss ich, glaube ich, lang.
Im Moment habe ich auch wieder nur 18 Frames pro Sekunde. Das passt wieder alles wunderbar zusammen. Ach ja, ach ja, ach ja. Ist das nicht herrlich? Nein, ist es nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viel ihr hier seht. Ich glaube, ich drehe die Brightness noch mal ein bisschen hoch, damit ihr ein bisschen mehr seht. Mache ich mal hier auf 56%. Hallo Zombie. Ich habe doch ein Schwert. So, Zombie ist weg. Das nächste Zombie. Wir laufen dann einfach mal da lang. Ah ja, tötet mich hier nochmal. Schön, stehe ich drauf. Total. Und wenn dann so Sachen aus der Kiste rausfallen und verbrennen, wenn man stirbt, dann sind das natürlich auch so sa wichtige Sachen wie ein Backpack und nicht irgendwie Cobblestones oder Dreck. Nein, sowas auf keinen Fall. Ah, ich will mich da jetzt stundenlang drüber aufregen, aber es bringt nichts. Das war jetzt meine eigene Unachtsamkeit, dass ich da zu viele Sachen im Inventar hatte. Da drüben sehe ich auch schon das Dörfchen in der Nähe unseres Spawnpunkts. Dann sind wir auch fast zu Hause. Oder ich muss mal gucken, eventuell war es das auch schon mit der Höhlentour. Und dann gehen wir erstmal erst in zwei, drei Parts oder so wieder da rein. Die Endermen verbrennen auch im Regen. Ich dachte nur, wenn sie irgendwie im Wasser sind. Na gut, Regen ist ja auch Wasser, aber trotzdem. Ich wüsste nicht, dass die auch bei einfachem Regen verbrennen. So, da drüben sehen wir schon meine Hütte. Ganz stattlich. Lauf weiter. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. So, dann gucke ich erstmal, dass ich hier am Reaktor weiterbaue, dass wir den auch in Betrieb nehmen können. Und ja, ihr könnt mich dafür hassen. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, aber ich werde hier. Oh, hallo Spinne. Ich werde hier bei dem Reaktor auch ein bisschen cheaten, das erzähle ich euch gleich, wenn es tags ist und es nicht mehr regnet. So, hier erstmal schnell rein. Ihr kommt hier nicht rein, das ist gut. So, jetzt erstmal den Rucksack leeren. Dann das Zinn da rein. So, dann haben wir das Kupfer, was da eingeschmolzen werden kann. Dann gehe ich erstmal ins Bett und hoffe, dass es. Ach, es wird schon allmählich hell. Und hoffe, dass es bald aufhört zu regnen. Und dann glaube ich, beende ich auch erstmal den Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.